Willkommen zurück zu den staubtrockenen Ruinen und weiter geht's mit Paper Mario. Ja, im letzten Part haben wir schon die Stelle abgeklappert, wo wir den neuen Superhammer bekommen. Das ist ja die Stelle dort oben gewesen. Und jetzt machen wir einfach mal hier weiter in der unteren Ebene. Und jetzt brauche ich erstmal Bombett, weil wir diese Stelle hier erstmal weg explosion müssen. Shazam! So, dann schauen wir doch mal. Ah. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Einen weiteren Superblock. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Mitstreiter soll denn aufgestuft werden? Bombett ist ganz gut. Cooper ist ganz gut. Wobei Gumbario natürlich auch relativ gut ist jetzt für den Boss. Wobei, ich frage mich, ob Paracarry da vielleicht doch ein Tickchen besser ist. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwer. Cooper brauchen wir natürlich auch, weil er natürlich auch ganz gut Schaden machen kann. Ah, ich würde mal Paracarry nehmen. So. Ja, dieser Mitstreiter soll verbessert werden. Alles klar, Mann. So. Paracarry wurde in Superrang aufgestuft. Sehr schön. Oh, jetzt soll ich schon wieder Start, ey. Das ist einfach so ein Reflex. Tut mir leid. So, Bombett. Und diese Wand springen wir auch nochmal weg und schauen mal, was sich dort hinter befindet. Ah. Und damit, mit diesem Hammer, können wir solche fetten Blöcke natürlich auch zerstören. Oder was kommt raus? Irgendein steinerner Kettenhund. Und so wirklich viel Leben haben wir natürlich auch nicht mehr. Das ist nicht so gut. Erfrischung. Das ist jetzt gerade sehr unvorteilhaft. Moment. Ich schieb mir mal einen Pilz rein. Falls ich hier jetzt noch verrecken sollte. Falls die irgendwie 3 Schaden machen sollten, diese Ketten. Und ich habe da starken Schaden in Erinnerung. Und nachher fetzen die mich noch um. Wenn ich es nicht... Ja, 3 Schaden. Hatte ich richtig in Erinnerung. Seht ihr? Wenn ich nicht schaffe, das richtig abzuwählen, dann ist Kacke richtig am Dampfen hier. Ich weiß auch nicht, wie viel Abwehr die haben. Deshalb werde ich die erstmal scannen. Das ist ein Felsschuppen, der den Schatz in diesem Raum bewacht. Der besteht aus Stein. Maskapi 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Mit seinen Kiefern kann er eine Kokosnuss zermalmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will nicht als sein Frühstück enden. Frühstück für einen Stein? Naja, okay, gut. Ja, lassen wir das einfach mal. So, hauen wir ihn mit unserem Superhammer erstmal eins aufs Maul. Hä, der hat doch 3 Abwehr, oder? Warum machen wir dann 3 Schaden mit dem... Oh, oh. Oh, scheiße, Mann. Das war jetzt gerade sehr, 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 sehr wichtig, dass ich den Angriff abgewehrt habe, Leute. Sonst wäre ich down gewesen. Alter Schwede, das war mal übelst knapp. Aha, da müsste er ja rein theoretisch 0 Schaden an ihm machen. Ach komm, nicht lange. Ausprobieren, Paracarry, du bist dran. Und ab. Nee, doch nicht, scheiße. Und jetzt nochmal. Nein! Och man, das ist so übel schwer, das abzuwehren, Leute. Und ich könnte wieder verrecken, wenn ich jetzt mich hier nicht heile. Die Gegner sind ein bisschen stark. Die sind wirklich sehr stark. Das muss man den Viechern schon lassen. So. Erstmal wieder alles auf. Braucht hier Abtransport. Wenn es klappt, wird ein Gegner davon getragen. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, ob das EP gibt. Deshalb. Oh, scheiße. Ein Schaden nur, ey. Oh, scheiße. Das gibt's auch nicht. Manometer macht das so viel. Schaden, ey. Ich weiß nicht. Warum nur ein? Ach so, ich habe zu lange gelassen. Scheiße. Und die Gegner mit dem Angriff auch zu treffen, ist sehr schwer. Das abzuteilen mit dem A-Knopf. Das ist wirklich sehr schwer. Die Gegner sind wirklich sehr, sehr stark. Na egal. Trotzdem werden wir sie entfernen. Zack. Macht das nur einen Schaden, wenn man das failt? Und dann macht das so 3 Schaden? Hä? Hab ich jetzt irgendwie falsch in Erinnerung oder wie? Oder was? Oh, gibt das Münzen, ey. Das gibt ja richtig Zaster hier. So. Damit hätten wir den Dia-Stein. Ein sternförmiger Stein aus den staubtrockenen Ruinen. Sehr schön. So, dann hätten wir das schon mal. Ja, der Kampf war schon etwas hart.
Und dann schauen wir mal, wie es hier jetzt weitergeht. Oh, der erste Angriff war cool. Ja, und auf einmal kann Mario so weit nach oben springen. Ist klar. Und der Sprung war fail. Ich hätte ihn mit dem Hammer hauen können, Mann. Ha! Und zack! Ein Schaden. Sogar durch den Panzer durch. Weil Paracarry eben aufgestuft wurde. Ist das nicht geil, Mann? Yeah. Und das war wieder fail. Oh, ich denke mal wieder nicht mit, Leute. Sorry. Seht ihr, der kann auch jetzt angreifen, Mann. Und ich wehr mal wieder nicht ab, weil ich schlecht bin. So, jetzt aber. Zack, so, sag tschüss. Arschloch. So, du bist weg. Das Level Up ist sehr kurz davor. Das ist gut. Wir sind sehr, 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 sehr nah vor dem Level Up. Oh, eine Karte. Okay. Hier ist also eine Karte, wo man was findet. Alles klar. So, erstmal den Schlag. Dich entfernen wir erstmal. Und sagt tschüss. 4 Schaden. Ja, dann macht der Ultrahammer, den wir dann später noch bekommen, 6 Schaden. Geil. Geil, dann ist der Schaden sogar um 2 gestiegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, was machst du denn da, ey? Du, das macht sogar 3 Schaden. Ja, abgewehrt. Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Hä? Warum kann ich denn nicht bewegen? Hä? Was soll der? Achso, weil das Hammer ist. Ups. Sorry. So. Na, welchen Gegner wollen wir loswerden? Richtig, den hier. Oh, zack! 3 Schaden. Und du bist weg, Mann. Ja, wir sind auf Level Up, das ist schon mal gut. Ja, dann machen wir mal einen Anti-V-Hieb, Digga. So, du bist weg. 4 Schaden. Zack! Oh, das muss schmerzhaft sein, ey. So, Level Up, Freunde. Level Up. Sehr geil. Und damit können wir in OP reinskillen. So. Und damit werden wir dann mal weitere Orden ausrüsten. Da wäre dann zum Beispiel ein sehr geiler Orden. Der Stachelschild. Und jetzt fehlt uns natürlich wieder mal... Aha, der Rabat-Orden, den haben wir gar nicht ausgewählt. Okay. Erdbeben. Schon mal ganz gut. Multisprung ist eher unbrauchbar. Erdbeben. Sehr schön. Jetzt haben wir schöne Attack-Orden, kann man das sagen? Nein. Angriffsorden, das ist besser. So, dich hauen wir erstmal mit unserem Hammer wieder Schrott. Und du bist down. Und Paracarry wird sich um den Swooper, so heißt er ja, da oben kümmern. Und zack, 3 Schaden. So, können wir den Angriff abblocken? Ja, können wir, geil. Dann bist du jetzt weg vom Fenster. Und zack. Ja, geil, Mann. So muss das laufen. Und die Sternenanzahl wird wieder erhöht. Geil. Das können wir jetzt eigentlich relativ gut gebrauchen. So. Und schon wieder 11 Sternpunkte. Geht doch relativ fix. Nee. Legt euch nicht mit Mario an, ne? Da habt ihr schon gleich die Arschkarte gezogen. Oh, den können wir zerstören. Geilo. Und was bringt das, wenn wir den aktivieren? Ich meine, der war doch vorher die ganze Zeit aktiviert, weil da dieser fette Stein drauf lag. Warum müssen wir da nochmal extra drauf springen, damit das aktiviert wird? Ach, egal. Man sollte diese Spiele nicht hinterfragen. Nach Sinn oder so. Ich meine, wo gibt es fliegende Schildkröten? Naja, egal. So, dann hätten wir das schon mal. Einen weiteren Schlüssel, das ist auch schon mal was ganz Gutes. Yay! Dieser Wirbel ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch wiederum ein bisschen sinnlos manchmal. So, hauen wir ihn aufs Maul. Ja, kein Schaden, geil. Was machen wir an einer Stelle wie diesen? Wie dieser? Ein Powerblock wäre ganz geil. Scheiße. Geht eine Power-Explosion durch... Ach, versuchen wir es mal. Ich hoffe es, dass es funktioniert. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, 100%. Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass es keinen Schaden macht. Das Explosion geht nicht durch Panzer durch. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann, und dann wäre ich noch nicht mal ab. Ich habe doch A gedrückt. Und ich habe doch schon... Noch egal. Ich werde mich erst gar nicht rechtfertigen. So, schön Schaden kassiert. Ich bin fail. Was soll man tun? Oh. Toll.
Und jetzt habe ich auch noch den falschen Begleiter draußen. Das ist doch mal richtig geil. Hier bräuchten wir den Multisprung. Der Multisprungorden wäre hier perfekt. Und ich habe den scheiß Erdbeben genommen. Och Mann. So, was holen wir uns hier mal? Paracarry. Nee, Gumbario ist hier besser. Oh nee, Mann. Ja, und ich wehr mal wieder nicht ab. Jetzt. So, ich muss mich konzentrieren. Wieder. So, nochmal. Ja, gut so. So, und jetzt werdet ihr alle sterben, das schwöre ich euch, ey. So, 2 Schaden noch, da ist ja Gumbario in Stande, 2 Schaden zu machen. Das ist ja schon mal ganz schön. Das bedeutet, der ist schon mal weg. So, Nummer 1. Und weiter geht's im Text. Wieder alles abwehren und weiter so. Bleibt mir nichts anderes übrig, als das so zu machen. Oh. Scheiße. So. Gut, den werden wir dann auch schon mal los hier, den vorderen. Dann sind nur noch 2 Gegner da. Da müssen wir die halt alle einzeln auslöschen. Sag tschüss. So, abwehren. Und wieder abwehren. So, jetzt geht das Kämpfen noch ein bisschen schneller. Und wir haben schön viel KP verloren. Dieser Kampf ist mehr als fail, sorry. Da hätte ich wirklich... Ich werde das den Erdbebenorden für den Multisprungorden umändern. Das ist ja scheiße so, ey. Kommt sicherlich nochmal so ein Kampf, wo wir dann den Multisprung brauchen. Ja, als nächstes muss ich unbedingt wieder ein KP reinskillen. Man sieht, dass ich, wenn man nicht richtig abwehrt, dass man da dann schon relativ viel KP verlieren kann. So, 8 Sternpunkte ist schon mal ganz gut. So, 5 KP wieder. So, dann ändern wir in Paracarry. Nicht nur das. Wir werden auch an der Stelle den Multisprung. Erdbeben. Ach Mann. Scheiße. Da habe ich mich wieder mal verdrückt. So, Multisprung. Genau. Und wir werden doch Bombett rausnehmen. Das ist dann vielleicht doch besser, wenn da jetzt wieder nämlich so ein Mistvieh kommt. Kehr um, Dieb, deine Zeit ist gleich um. Kehrst du nicht um, wirst du mächtig Schwierigkeiten bekommen. Ich lüge nicht, du wirst es bereuen. Ich werde es bereuen. Du wirst es bereuen, dass du mich hier zutextest, ey. Ist es schlau, darunter zu springen? Nein, ist es nicht. An der Stelle haben wir nämlich einen Schlüssel geholt. Da soll man nämlich erkennen, oh, da ist ja ein Schlüssel. So, Ruin Schlüssel. So, activated. So, dann hauen wir das mal runter. Und der Sand geht nach unten. Und wir sehen, ein weiterer Weg macht sich erstens wieder frei. Und zweitens sehen wir eine weitere Kombination. Die müssen wir uns merken. Also Dreieck, dann dieses Dia-Dings und dann der Mond. Gar nicht mehr merken. Ist relativ einfach. So, ein weiter nach unten und schon ist das hier mit Sand überfüllt und wir können hier easily rübergehen und werden den hier mal zerstören und wir müssen wieder gegen so einen Kettenhund kämpfen. Mondstein! Und da kommt er auch schon. Zack! Oh, scheiße. Nicht gut, Mann, ey. Oh, oh, wir haben nur 5 Leben. Oh, scheiße, ey. Scheiße, 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 scheiße. Das lohnt nicht, das lohnt nicht. Weg. Anti-V-Weep, dann wäre der erste schon mal tot. Machen wir es so. Und sag tschüss. 4 Schaden. Und du bist schon mal weg. So. Bombe. Ah, Rampage. Und zack. 5 Schaden. Du bist auch da. So, der Kampf war doch mal mehr als geil. Man muss es nur einfach machen. So. Dann werden wir den auch schon mal los. Weitere Münzen und BP. Ganz viel. Geil. So, dann werden wir jetzt schon mal wieder ein bisschen aufgefrischt und das macht doch jetzt wieder alles mal wieder ein bisschen mehr Spaß. Wenn man weiß, dass man nicht gleich sofort wieder sterben wird. Dann werden wir das schon mal gleich richtig einstecken hier. Tierstern, okay. So, das bleibt ja so. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zum Anfang, weil da gab es auch nochmal eine Stelle, wo so ein Block war, habe ich gesagt. Da habe ich ja gleich zu Anfang schon mal gesagt, ja, da seht ihr, was wir in diesen staubtrockenen Ruinen bekommen werden. Was für ein Gegenstand.
Und da müssen wir jetzt nochmal hin und da holen wir uns dann den Stern oder was war das? Ach, egal. Ja, ich glaube, das war ein Stern auf jeden Fall. Nee, das Dreieck war das. So, Artefakt, ein seltsames Fundstück aus den staubtrockenen Ruinen. Das müssen wir später Colorado geben. Weil Colorado, der kann damit irgendwas anfangen, was auch immer. So, hier sind wir richtig. So. Und da kommt auch schon der Kettenhund von dem Teil. Ey, Alter, der geht ja richtig Rampage hier. Kein Schaden. Habe ich mir schon glatt gedacht. Anti-V-Hieb. So. Weil der halt so viel Abwehr hat. Da ist es klar, dass man keinen Schaden macht, wenn man erst einen Griff mit Sprung macht. Und mit dem Hammer wäre es auch nichts geworden. So, Bombe. Und wieder geht Bombett Rampage. 5 Schaden und du bist down. Bombett ist wirklich ein sehr guter Begleiter. Auch in dem zweiten Paper Mario ist die Bombe mit der beste Begleiter. Weil die Bombe haut einfach rein. Das ist einfach so. Sie umgeht einfach die Abwehr des Gegners und macht einfach mit am meisten Schaden. Und deshalb ist die Bombe, ja, mit am besten. Kostet halt immer BP, aber später ist BP keine Frage mehr. So, wo laufe ich längs? So, das Dreieck können wir auch. Dann setzen wir das ein. Dann wird ein Weg frei und dann sind wir beim Boss, Leute. So schnell kann es gehen. Und den Boss werden wir natürlich auch fett wegownen. So sieht's aus. Und soweit ich weiß, kann man den Boss nur mit Sprungattacken töten. Weil er irgendwie schwebt oder so. So, das werden wir aber noch sehen. Pyra. Zack. Und da leuchten alle auf und Mario geht wieder sehr, ja, erschrocken umher. Und auf einmal bildet sich ein Weg, der nach unten führt. Und die Musik hat sich geändert. Tja, sehr, eine sehr, sehr, sehr mystische Musik. Eine sehr geheimnisvolle Musik. Wir gehen hier mal durch. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Narretei. Verschwinde sofort. Wahrscheinlich hat der Typ auch schon Schiss vor uns. Ich werde mal Paracarry für den Kampf rausholen. So, ich möchte speichern, alles klar. Und wir sehen uns im nächsten Part genau an dieser Stelle wieder. Und dann werden wir den Boss wegfetzen. So sieht's aus. Oder wir werden weggefetzt. Nee, nee, so kenne ich mich ja gar nicht. Wir werden ihn own. Und damit sag ich ciao, Leute. Bis zum nächsten Part.